So, wir sind heute beim Nils im InTime Fitness Studio in Bochum und wir haben hier wirklich zwei interessante Themen. Das ist zum einen die Kältekammer und EMS-Therapie. Und Kältekammer ist ein heißes Thema für Sport, für mehr Performance. Und ich frage jetzt heute Nils ein paar Dinge, die mich zu der Kältekammer interessieren. Nils, warum sagst du, Kältekammer ist wichtig? Warum hast du eine Kältekammer hier im Studio? Ja, ich habe probiert, den Bereich Gesundheit noch mehr zu analysieren, welche Bereiche wichtig sind, und bin da auf das Thema Kältetherapie gestoßen. Und es bietet einfach enorm viele Vorteile. Ja, also welche, wenn man sagen würde, drei Vorteile, die du, wenn ein Kunde reinkommt, denen bieten kannst durch eine Kältekammertherapie? Wir haben zum einen den Bereich Schmerztherapie. Es hilft sehr gut bei rheumatischen Erkrankungen. Dann gibt es die Bereiche Leistungssport, Leistungsverbesserung, Regenerationsankurbelung. Da sind wir sehr stark aufgestellt. Mhm. Und der dritte Bereich ist einfach für Personen, die sich fitter fühlen wollen, das Immunsystem gerade in der heutigen Zeit stärken möchten. Ja, also drei Punkte sind da wirklich zu nennen. Ich habe gehört, Ronaldo hat sich eine Kältekammer verbaut. Ich habe gehört, immer mehr Bundesliga-Vereine wie Bayern München, Borussia Dortmund setzen auf Kältekammer. Wie ist so deine Erfahrung zu dem Thema, was Sport betrifft jetzt? Das ist ein Bereich, der komplett stimmt. Mhm. Auch da sind die Vorteile bekannt und werden auch groß genutzt. Ja, wie du gerade angesprochen hast, Borussia Dortmund hat sich letztes Jahr eine Kammer installiert. Wir selber arbeiten auch mit Profisportlern zusammen, ob es im Bereich VfL Bochum sind, wo wir einige Spieler betreuen. Und was würdest du sagen, sag ich mal, es kommt natürlich auf die Sport drauf an, was ist so der Steigerungspunkt? Also wenn man, sag ich mal, sagt, okay, man macht ohne Kältekammer, und wenn man sagt, man macht mit Kältekammer? Ja. Durch die Kältekammer haben wir zum einen die Durchblutung, die extrem angeregt wird. Und das bietet Vorteile, was eine viel schnellere Regeneration zum einen beeinträchtigt und man wird leistungsfähiger. Mhm. Deswegen als ein Beispiel, beim Marathon sind die Eisschwämme bekannt, um kurzfristig die Körpertemperatur runterzuregeln. Und das sind Vorteile, die wir mit der Kältekammer nochmal deutlich verstärken können. Aber was mir halt aufgefallen ist, als ich das gemacht habe, die Kältekammer auch selber benutzt habe, ich bin ein Freund von kalt duschen morgens, weil ich dadurch im Endeffekt den Kreislauf anrege, sage ich mal, die Energie im Körper starten lasse. Aber das ist jedes Mal auch eine Riesenüberwindung. Ja. Und ich habe gedacht, okay, krass, so 90 Grad minus, 85 Grad minus, das ist ja viel schlimmer. Aber das war meine Erfahrung, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich angenehmer als kalt duschen. Was sagen so die Leute, die das regelmäßig machen? Ich kann ja mal von mir sprechen. Mhm. Ich selber habe es auch eine Zeit mit dem Kaltduschen ausprobiert, oder mit dem Wechselduschen, wo ich sagen muss, ich persönlich kam damit gar nicht klar. Mhm. Eine Zeit ging es, aber immer mit Überwindung, wie du schon sagst. Und hier ist der Vorteil, wir arbeiten mit einer komplett trockenen Kälte. Mhm. Dadurch fühlt es sich deutlich angenehmer an, aber wir haben trotzdem die Effekte, die sogar noch mal stärker sind und noch eine längere Wirkung haben als mit dem Kaltduschen. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du könntest über eine Kältekammer verfügen, und wann von der Uhrzeit würdest du das sozusagen anwenden und wie oft würdest du es anwenden? Ja. Also wir arbeiten in der Regel, dass wir sagen, die Leute sollen so 2 bis 3 Mal die Woche ruhig kommen, um gute Effekte zu haben. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man die präsent man die vor Ort hat, die Kammer. Mhm. Und, sag mal, du hast wirklich, im Endeffekt, du könntest da täglich rein. Was würdest du sagen, ist ideal? Ja. Ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht schaden, wenn man jeden Tag reingeht. Mhm. Man kann es jeden Tag integrieren. Wie gesagt, bei mir persönlich haben sich diese 2 bis 3 Mal fühlen sich sehr gut an, deswegen, dass so der Rhythmus ist, den ich beibehalte, ungefähr jeden zweiten Tag. Von der Uhrzeit ist ein Thema, was, glaube ich, sehr personenabhängig ist. Ich habe hier Kunden, Mitglieder, die am liebsten morgens reingehen, um dann diesen frischen Kick zu haben, um den Tag energiegeladener zu sein.
Aber ich habe auch Personen, die sagen, sie gehen am besten nachmittags kurz vom Feierabend, nach dem Feierabend rein, um dann besser schlafen zu können. Ich glaube, das kommt immer darauf an, was für Effekte man auch selber haben möchte und wie der eigene Körper darauf reagiert. Da ein Tipp dazu. Also in der Schmerztherapie ist es so, wenn das in Reha-Einrichtungen gemacht wird, dann wird es wirklich täglich gemacht. Da ist es dann nicht so, dass es, sage ich mal, alle 2 Tage gemacht wird, sondern dann wird, wenn einer starke Schmerzen hat, das täglich gemacht. Und das ist super, Nils, dass du es angesprochen hast. Morgens hat es den Effekt, dass du, sage ich mal, energiegeladen in den Tag startet. Adrenalin wird hochgefahren, Cortisol im Endeffekt, sage ich mal, umgebaut und du hast nicht nur körperlich mehr Energie, sondern auch geistig. Der zweite Vorteil ist, wenn du es nachmittags zum Abend hin machst, dann hast du die Stressoren, die du über den Tag gebildet hast, also das Ganze, was du gemacht hast, wird sozusagen mitverarbeitet. Das ist sozusagen ein schnelles Workout, würde ich fast sagen, für den Körper. Und wenn du es dann auch pimpen willst, dann machst du danach noch eine Infrarotsaunatherapie. Das ist im Endeffekt dann für den Abend perfekt, für den Schlafvorbereitung. Nee, super. Immunsystem, warum würdest du sagen, ist das gut fürs Immunsystem, das zu machen? Ja, wie du schon angesprochen hast, wir haben diesen Kick, wir haben aber auch, dass wir mit tiefen Temperaturen gut klarkommen können. Der Körper entwickelt Gegenwehr, der Körper wird extrem stark durchblutet und dadurch haben wir Effekte, die das Immunsystem verbessern, stärken können. Mhm. Ja, also da auf jeden Fall noch der pharmazeutische Aspekt, der Apothekeraspekt dazu. Warum ist da Kälte gut? Wenn du überlegst, du gehst in die Kammer, 3 Minuten, was macht das mit deinem Körper? Du hast erstens einen Rieseneffekt auf deine Hormone. Ja, das heißt, deine Hormone werden im Endeffekt dann wirklich zurechtgerüttelt. Der zweite Effekt, den du dadurch hast, ist, dass du am Ende des Tages wirklich Energie so schnell verlierst, wie du es mit nichts anderes machen kannst. Weil dein Körper wird im Endeffekt schockgefrostet, kann man dazu sagen. Und wenn deine Energie, sag ich mal, dann dafür verwendet wird und dein Körper immer wieder diesen Input hat, dann hast du einfach eine viel, viel höhere Stressresilienz. Und dadurch, durch diese Stressresilienz, pimpst du dein Immunsystem. Ja. Dann nochmal vielleicht dazu Schmerztherapie. Wie ist das bei Leuten, die oder deine Erfahrung bei Schmerzpatienten? Da haben wir außergewöhnlich gute Erfahrungen. Mhm. Ob es, wie gerade schon angesprochen, im Rheuma-Bereich ist, ob es Personen, viele lernen es auch kennen in der Schmerzklinik, wie du vorhin schon angesprochen hast, wo man dann 1 bis sogar 2 Mal am Tag in die Kammer gehen kann. Ja. Wir machen das in der Anfangsphase auch häufig, dass wir sagen, gut, wenn man bei uns Mitglied wird, dass man die erste Woche auch wirklich jeden Tag kommt und im Anschluss, weil wir arbeiten ja hier ein bisschen dauerhafter, dass man dann sich irgendwo auf diese 2 bis 3 Mal in der Regel einpendelt. Ja. Einfach, damit es zeitlich auch machbar ist und bieten allerdings auch an, wenn man jetzt Schmerzphasen hat, dass man in der Zeit, die kann man dann auch regelmäßiger nutzen und dann auch wirklich auf diesen täglichen Rhythmus geht. Okay, und jetzt würde mich jetzt als Kunde interessieren, was kostet das? Ist es eine Mitgliedschaft pro Anwendung? Wie ist das bei euch? Ja. In der Regel arbeiten wir dauerhaft ganz gerne mit Mitgliedschaften. Mhm. Wir bieten aber auch kürze Varianten an. Ja. Das Ganze startet ab 19,90 Euro die Woche und dafür kann man 3-mal die Woche die Kältekammer nutzen. Okay. Und wir wollen einfach eine Möglichkeit bieten, dass auch für Personen, die sonst nur in der Klinik kennengelernt wird, wo der Preis eher bei 40 bis 60 Euro pro Anwendung liegt, dass wir denen hier eine gute Therapiemöglichkeit vor Ort im schönen Ambiente ermöglichen können. Mhm. Cool. So, und dann das Wichtigste zum Schluss. Wie lange dauert das? Was muss man mitbringen? Und wie würdest du, sag ich mal, die perfekte Vorbereitung und Nachbereitung bei so einer Therapie sehen? Ja. Wir nehmen uns immer ganz gerne ungefähr 1/2 Stunde Zeit für den ersten Termin. Dass wir einmal eine Vorbesprechung machen können, auch gucken können, wo liegen die Ziele, was soll erreicht werden. Mhm. In dem Gespräch klären wir auch Kontraindikationen ab, bei denen vielleicht eine Nutzung sind der Kammer. Es gibt eine Größe, ein Beispiel Kälteempfindlichkeit. Mhm. Also wenn einer unglaublich darauf stark reagiert. Ja, genau. Mhm. Aber auch extreme Blutdruckgeschichten. Mhm. Da haben wir eine Liste, die gehen wir durch. Ja. Sind ein paar kleinere Einschränkungen auch dabei, bei denen wir einfach vorher was durchsprechen müssen. Mhm.
Also da nochmal darauf zu achten, ein Herzpatient oder einer, der direkt vom Herzinfarkt kommt, der sollte sich langsam rantasten an so etwas. Genau. Also die ersten 6 Monate ist dann tabu. Genau. Und anschließend kann man sich langsam rantasten. Genau, und dann so der Ablauf ist, man zieht sich ganz aus oder wie ist da der konkrete Ablauf? Nein, in der Regel kommt man entweder im Badeanzug, Bikini oder in Unterwäsche. Dann gibt es von uns, wir haben gefütterte Schuhe. Es gibt ein paar Handschuhe von uns, es gibt eine Mütze und ein Stirnband. Einfach damit die Extremitäten, die Finger, die Zehen, aber auch die Ohren geschützt sind. Zusätzlich benutzen wir immer einen Mundschutz, damit die Schleimhäute zusätzlich geschützt sind vor der Kälte. Wunderbar. Dann geht man in die Kammer. In der Regel arbeiten wir im Bereich von 3 bis 5 Minuten. Am besten ist, man bewegt sich drin, weil es bildet sich auf der Haut immer so eine Art Schutzschild, die die Kälte ablockt. Und indem wir uns bewegen, streifen wir diesen Mantel von der Haut ab und haben ein besseres Runterkühlen der Hautoberfläche. Und das ist auch unser Ziel, um, wie von dir angesprochen, die Hormonausschüttung voranzutreiben. Genau, sehr gut. Ja, dann Nils, vielen Dank. Gerne. Für die kurze Präsentation dieser tollen Kältekammer. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Kältekammer oder auch an Nils, dann schreib uns gerne. Wir werden natürlich auch verlinken. Und ja, gebt mir mal euer Feedback, wie ihr Kältekammer grundsätzlich findet oder ob ihr es schon mal genutzt habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Frank.